einfach mal liebe Grüße von mir aus hier nach von Ungarn zu euch, zu jedem Einzelnen, wo ihr auch gerade steckt. Ich bin hier in einem wunderschönen Paradiesgarten. Man hört die Bienen summen. Ja, es ist ein Tag der Erde. Und ja, als Wertschätzung, wie wundervoll unsere Erde ist. Achtsam sein mit allem, jeden Tag aufs Neue, diese große Dankbarkeit für diese Schönheit dieser Erde. Ja, wow, und auch Wertschätzung, dass ich auf diesem Stückchen, auf diesem Fleckchen Erde von Ungarn gerade hier sein darf. Das fühlt sich nach jetzt einer turbulenteren Zeit, herausfordernden Zeit, mit viel Gefühlen, viel Aufarbeitung, fühlt sich das sehr wie nach Hause kommen an, wie so wie Seelenheil, wenn man das so sagen kann. Bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich wollte einfach auf diesem Weg herzliche Grüße schicken, weil ich so viele Zuschriften bekomme und auch private Mails, private, auch bei Facebook, Pins, die sich einfach nach mir erkundigen und ich kaum hinterherkomme, alles zu beantworten. Ich bin überwältigt, ich bin echt so überwältigt. Danke, danke, danke für diese liebevollen Zeilen, diesen Mut machen, die Einladungen, so viele Einladungen. Ich könnte für den Rest meines Lebens überall, hätte ich nur zu tun mit überall, diese liebevollen, diese lieben Menschen zu besuchen. Danke, danke, danke. Weiß manchmal nicht mehr, was ich sagen soll. Ja. Ansonsten, ja, wie geht es mir gerade? Ich glaube, es braucht gar nicht viele Worte. Man kann es fühlen, man kann es sehen, man kann es spüren. Ich darf hier gerade sein, hier in Ungarn, 250 Kilometer von Budapest, wo ich gelandet bin, bin ich bei einer reiferen Frau, die ein bisschen körperliche Herausforderungen hat und die ich einfach eine Zeit lang hier begleiten darf und einfach alles, was gebraucht wird. Und es geht gar nicht so sehr um ein irgendwie und Abarbeiten und jetzt arbeite ich und dann habe ich Freizeit und so, sondern es ist, ich habe hier es fühlt sich an wie 24-Stunden-Meditation. Es ist so einfach voller Liebe da sein, egal was gebraucht wird. Ja, dann putze ich, dann gehe ich einkaufen, dann koche ich das, was. Dann gehe ich Wildkräuter sammeln, mache ein Smoothie, dann einfach zusammen sitzen, was erzählen vom Leben, dann gebe ich gerne Massage, dann ich tanze, ich singe mit der Person oder was auch immer gerade, also einfach was gerade, kannst du hier kurz, kannst du da kurz, ja, und einfach so ganz im Moment zu sein und das fühlt sich überhaupt gar nicht an wie arbeiten oder jetzt irgendwie, sondern so ganz in jedem Moment mit dem sein, was ich gerade tue. Und da lade ich uns alle ein, also jeden Einzelnen ein, das so im Alltäglichen, ja, also ich brauche keine extra Zeit, um mich hinzusetzen und das irgendwie noch im Alltag zu integrieren, dass ich ja noch Zeit habe, zur Ruhe zu kommen und oh Gott, heute habe ich nicht meditiert und ich sollte doch und müsste doch und wäre doch gut und so. Sondern diesen ganzen Tag
als Meditation zu nutzen. Das ist wirklich möglich. Es geht, egal was wir tun. Mit allem. So ganz da sein. Ja, wenn ich koche, dann koche ich. Dann bin ich ganz mit diesen Zutaten, mit dem, was ich gerade in der Hand habe, ganz da. Und beim Putzen, dann staubsauge ich und dann bin ich mit diesem Staubsauger, mit diesem... ich bin damit eins. Und das fühlt sich so gut an. Es ist unspektakulär, ja? Es ist und gleichzeitig so nährend, so erfüllend, einfach. So einfach, echt menschlich sein. So einfach, ganz einfach. Und das geht einfach. Ja, das ist das, was ich kurz zu sagen habe. bin nicht sicher, es ist noch unklar, wie lange ich hier sein werde. Wird sich zeigen. Dann möchte ich natürlich danach unbedingt meine Familie sehen, Freunde in Deutschland und wo auch überall. Und dann, ja, freue ich mich dann, wenn die Zeit reif ist, wieder zurückzukehren nach Teneriffa, wo ich mich sehr gut fühle. Auch dort warten liebe Menschen, die ich kennenlernen durfte in den letzten 7 Monaten. Ja, und jetzt ist es einfach dran, hier zu sein. Und das war nicht geplant, ja, ich wusste nicht. Ich wusste nicht, wo ich sein werde. Ich wusste, ich werde erst mal gehen. Ich werde meine alte, da wo ich gewohnt habe, mit Jeet, verlassen. Ich werde gehen, meinen Weg gehen. Aber dann wohin, ja, war nicht klar. Und dann, aber ich war entspannt damit, ja, also so gut wie es ging, ja, mit allem, was auch, mit allen möglichen Gefühlen, die natürlich menschlich sind und die, ja, zum Aufarbeiten dazugehören. Aber ich war offen für alles und dann ist das, also immer wieder nur erstaunt, immer wieder nur dankbar, wie das Leben einen beschenkt. Ja, und dann hieß es, ja, geh nach Ungarn, du wirst gebraucht. Ja, okay, ich gehe nach Ungarn. Gut. Wow. Und es hat einen halben Tag, einen Tag hat es gedauert. Einen Tag, da ging es mir, wow. Ich will das nicht unterteilen in gut und schlecht, aber es war ein sehr herausfordernd und es war ein tiefes Gefühl von total verloren sein, heimatlos. Wow, es war ganz schön starke Gefühle. Und die dürfen da sein, die dürfen gefühlt werden. Und dann hat sich's gedreht, dann hat sich's gewandelt. Dann dachte ich, wow. Und jetzt kann ich diese Schönheit sehen, diesen Reichtum, dieses große Geschenk. Dieses Geschenk, was ich bekommen habe, hier einfach eine Zeit lang zu sein. Und einfach mit meiner Liebe da zu sein für diese Person, die es einfach gerade braucht. Und ja, es tut einfach nur gut mit dieser 24-Stunden-Meditation. Egal, was ich tue, da sein. Ja, das wollte ich, wie gesagt, weil einfach so viele gefragt haben, war mir ein Bedürfnis, das mitzuteilen, mich kurz zu zeigen, dass es mir gut geht. Ja, ich hoffe euch auch und freue mich, den einen oder anderen bald live zu sehen, von Angesicht zu Angesicht, wieder in Arm halten. Einfach miteinander zu sein, zu fließen. Ja, auf diesen Wege noch einen wundervollen, zauberhaften Sonntag uns allen am Tag der Erde. Wow, hört ihr die Bienen summen? So viele Bienen gerade um mich rum. Ein Paradies für die Bienen hier. Wow. Ach, wunderschön. Ja, danke, danke, danke. Von Herzen danke für alles. Schön, dass es euch gibt.
Danke, es hat mir wirklich, es hat mir viel gegeben, dieses Gefühl, irgendwie nicht allein zu sein. Ja, und gleichzeitig hat es mich, wie gesagt, fast überwältigt von diesen vielen Rückmeldungen, Zuschriften und Privatnachrichten. Wow, ja, danke, danke. Ja, und gleichzeitig bin ich in diesem Riesengarten, ich zeig's gerade noch, auch zwischendurch auch mal allein und genieße die totale Stille und wertschätze einfach dieses Stückchen Land hier, Ungarn. Danke, danke, dass ich hier sein darf, dass ich hier nach Hause kommen darf. Mich wieder so fühlen darf. Sehr liebevolle Menschen. Einige, die sind okay, zurückgezogen oder gucken. Wird hier sehr begutachtet in dem Dorf. So, wer ist die denn? Okay. Aber die meisten sind sehr, sehr, sehr freundlich, sehr herzlich, sehr, wow. Schönes, schönes Land. Ja. Danke, Sandra. Was für ein Geschenk. Danke. Vielen Dank. Danke für euer Dasein. Danke, ich führe euch mal einmal kurz rum, weil es einfach so schön ist. Ja, und ich teile diesen wunderschönen großen Garten gerade mit vielen Bienen, Ameisen, Störchen. Was habe ich noch gesehen? Igel, vielen Vögeln, oh, vielen Schmetterlingen, Katzen, Hunde, sehr viele Hunde hier in dem Dorf auch. Oh, einfach wundervoll. Danke, genießen wir den Frühling. So schön. Und genießen wir die. Und ein großes Dankeschön, Wertschätzung an die Erde, Tag der Erde. Danke. Danke, danke nochmal. Und es geht mir gut, es geht mir wundervoll, es geht mir zauberhaft. Mit allem, was ist. Auch wenn hier und da einfach noch Gefühle, vielleicht der Traurigkeit oder Enttäuschung, was auch immer, die tauchen auf und die kommen und die gehen. Ja. Und ich bin mit dem, was ist. Alles klar. Dankeschön. Ciao.